Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Candia 2. In der letzten Folge sind wir von Lichu City zurück auf den Weg. Nee. Also, in der letzten Folge sind wir von Lichu City in den Skyway rein, also in die Flugmaschine da und auf den Weg über die Granite Cliffs. Da hat sich auch plötzlich ein Absturz ergeben und dann sind wir abgestürzt. Ja, und jetzt sind wir in Lumio Forest gelandet. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Irgendwo im Nirgendwo. Auf alle Fälle in der Nähe der Granite Cathedral. Also sind wir nicht mehr weit entfernt. Jetzt haben wir wieder neue Gegner. Irgendwelche Affen. Big Food. Here goes my impact bomb. Boom. American Dressed. Hardly worthy of my notice. Ja, wir haben eine Schatzkiste. Insecticide Bomb. So, jetzt geht's hier rein in die Höhle. Von dem Lumio Wald. Ein Ding unterschneiden. Welche Dinger? Mit Geld. 1700. Bumm. Wir warten hier neue Gegner. Irgendwelche Giant Crab. Hilft da irgendwie Erde gegen die? Oh, die können wir mal angreifen. Please, sir, answer me. Oh. Hör auf, Mann. Arm klein, warum nicht so? Holder. Oh, gut, das ist jetzt. Nein! Ah, Mann. Ja, Typen. Halt um. Nein, das machst du nicht. Ha, null Damage. Ich bin ganz schön viel Magic Coins, S und Special Coins. Oh-oh. Fix mal noch bekämpfen, wo sie uns bekämpfen. Dann gehen wir energisch. Handgranate oder so. Ich tue gegen Hohl nicht. Boah, na gut. Handgranate hilft jetzt nicht ganz so. I'll tear you to pieces! Boah. Gut, schön. So. Hardly worthy of my notice. Ja, wohl 11. Und? Yes, Level 20. Schön. Lass mal hier rein. Toll, gegen den Lumio Flower. Gehe ich jetzt hier im Kreis rum immer.
to escape. Ich seh den da so an. Oh, Judo, machen wir mal Bone Flame. How about this? Boom. Und? Ah, wirkt schon gut. Mann. Oh, die bringen ganz schön viele Special Coins. Sammle ich erstmal ein bisschen, bevor ich die ausgebe. Ha! Okay, mach's keinen Unterhalt. Ich sag's noch, du machst keinen Unterhalt. Meine Güte, ey. Die können einen ganz schön nerven. Einmal frei. You better practice if you want to be me. So, jetzt haben wir nur wegen Geld hier, klar. Toll. Na egal, nicht so schlimm. Und wo geht jetzt hier wieder weiter? Hier ist ein Ding. Zu Lumia Forest. Sind wir wieder draußen, aber an einer anderen Stelle. Bum. Oh, wir haben die Initiative. Wir sind als Erster dran. Hier müssen wir noch jeden Schaden machen. Was hopsen die so rum? Komischen Typen. I'll tear you to pieces. Halt, wir haben doch Burnflame. Feuer ist nie wirklich, nicht wirklich. Ah! How about this? Jetzt bumm! Alle weg! Jawoll! Muriel Power Nut. Krass, die bringen auch viel, ganz schön. Viele Special Coins, Magic Coins. So, mal hier ist noch was, oder? Ja, hier ist noch einer. Oder zwei. Hab's nicht hier so rum. Die alten Hopser. Oh, toll, den einen nicht, weil der weggehen musste. Das Feuerschwert. Na, lässt du das? Und Level up. Ja, aber Level 20. Schön. Wir sind gut im Rennen. Also, krass.
So, wo kommen wir jetzt her? Jo. Gibt's hier was? Geld. Okay, hier gab's Geld. Mehr nicht. Nee, kann man nur in Schnee laufen. Hier ist nicht. Da ist auch nicht. Da geht's in den Baum rein. Ah, hier ist noch was. Noch mehr Geld. Nein, wieder auf dem Geld. Noch was? Nö, gut. Wo ging's jetzt rein? Hier ging's rein. Karens Ho. Zimmer im Baum. Inneren eines Baums. Jetzt ist Zugang. Okay, dann holen wir das. Schneiden wir das mal auf. Ja toll, da geht's wieder auf. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Schneiden wir das auf. So, da geht das auf. Hey, wie ist schon das Ziel? Sackgasse, toll. War ja zu erwarten. Machen wir das auf. Und was haben wir hier? Ui. Oracle Stuff. Das ist eine Waffe für Elena. Ja, Kurskonfusion. Schön. So, dann nächste Stelle. Geht das auf? Da ist ja ein Monster drin. Ne, Moment. Da geht's bestimmt weiter. Da ist noch eine Stelle. So, da geht das auf. Ach, Mann, weg. Ich glaube, hier geht's ja schon weiter, oder? Ne, hier ist Geld. Moment, gehen wir noch mal kurz raus, weil ich alle Stellen gehabt haben. Ja, gut, dann gehen wir noch mal in die letzte. Die hier war, da ist das Vieh drinne. Schneiden wir uns mal von hinten an. Wir haben die Initiative, wir sind wieder schneller. Die Monster sind bekannt aus Kandia 1. Wer sich daran erinnert, hier, die sieht man in dem Meerjungfrauenwald von da. Über Dorf liegt. Bei diesem Drachenboot da über dem Meer der nächsten. Jetzt sieht man dies erstmal. Und dann die neuen Monster. Gegengift. So, was gibt's jetzt hier Schönes? Nix. Toll, da waren nur ein Monster drinne. Gut, gut, dass wir nachgeschaut haben. Hätte ja irgendwas Wichtiges da drin sein können, irgendein Schatz. Was weiß man denn bei dem Spiel? So, jetzt geht's natürlich hier weiter. Ist ja logisch. Muss ja irgendeinen Weg weitergehen. Oh, wieder die netten Typen. Oh. Ich muss immer. Die alle mal zwei Attacken.
noch mehr Schaden machen. Autsch. Ah, gegen Gift. Gift. Au. Fall um. Und wir da. Juhu. So, erst einmal heilen. Weil sowohl Zustandsveränderungen als auch Magieveränderungen bleiben nach dem Kampf. Die muss man immer, sobald man was hat, heilen. Gut. Ja gut, der Ende. Gut. So, zu lang. Links, rechts. Ah, da geht's was. Oh, schöne Bombe. Ist noch was? Oh, hier ist... Was hab ich jetzt weggespart? Moment. Nee. Doch. Okay. Hab muss ich. Toll. Na, war knapp. Boom. Ja, die Charaktere haben immer mitlaufen müssen, da kommt die manchmal nicht zum Zug. Hey, schön, schöne Kombo. Und Merrick Level 22. So, jetzt kommen wir bestimmt gleich wieder raus. Raus. Schöne wieder Sackgasse. Sieht immer so auffällig aus und dann ist plötzlich Sackgasse. Ja, jetzt sind wir jetzt wieder draußen. Wieder im Wald. Komm gleich. Die Affen hier. Also, die Monster-Affen. Nicht so zwei Affen, sondern Monster-Affen. Wo ist der vierte? Warte. Bum, 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 bum. Ja, er hat noch keinen Schaden gekriegt hier. Los, mach ein Gebot! Bäm. Au. Und letzter Schlag. Bäm. Zwei Nüsse gibt es. Diese Mirror Power Nut. So, hier ist ein Nuss unterm Baum. Blueberry. Oh, das sind nur drei verschiedene Wege. Hier ist Geld. Von hier kam er gerade. Wow, kam der Affe. Ganz plötzlich. Ne, plus zwei Affen, wenn ich Bio. Los, Ryudo, gib mir den.
practice if you want to beat me. Shit. Ja, da war noch ein Waffe. Ja, wo geht's jetzt hin? Halt, Moment. Oh, Hilfe, es leuchtet. Nein, hier ist zu. Ja, hier wollte noch kämpfen. Ich wollte noch gucken, da was ist. Na egal. Jetzt leuchtet es hier plötzlich. Da ist noch zu. To the Garden of Dreams. Okay. Looks like we got ourselves pretty lost. The fog is so thick. Is this really the right road? Does it really matter? Wait a second. Odd. There is no smell of life in this place. Huch, das Licht geht aus. Why do flowers bloom in such a cold and barren place? Huch! Who are you? This is my garden. Huh? I'm sorry. We are travelers lost on the road. This is the garden of happiness. My precious, secret place. Everyone who comes here forgets their bad memories and gets happy. If you come here, it means that your heart wants to be saved. Look, aren't all the flowers so pretty? But your eyes, are they perhaps? Yes, my eyes were bad ever since I was born, but I'm fine now. Thanks to Kronos, I can see everything now, so I am not lonely any longer. These flowers are nice enough, I guess. If you're into that stuff, not my style. That's cause you're not trying to see. You're trying to be someone you're not. Warm your heart, like these ones. Miss, I thought you would understand how good this place is. What do you mean? Don't you understand? Then you should ask the girl with the black wings. Black wings? Anyway, keep this place a secret. Promise? Miss, don't eat me. Hä? Miss, ess mich nicht? Das ist auf Deutsch. What's with that girl? Oh well, let's go on. Jetzt möchte ich die Musik verändert. Seltsamer Platz. Mehr gibt's hier nicht, oder? Nee. Nee, komm wieder raus. Geh wieder raus. Trick. Huh? Now where are we? Hey, that little girl in her garden, where did they go? Could it have been a dream? Trick. Hier zu. To East Lysia. Hey, schon sind wir im Osten. Ah, und da unten links, das wird wahrscheinlich die Granite Cathedral sein. Es ist wirklich nicht mehr weit. Erstmal gehen wir zum Miromu Village. Mit der coolsten Musik aber.
There is a certain sadness about this village. I wonder as to its source. Oh, the sister has arrived. I am so glad. Now the village is saved. Chief! Chief! The sister has arrived. She is here. Are they speaking of me? Huh? What's going on here? So, you finally come. Our village, please. I beg of you, save us. You have lost me, Chief. I don't think any of us put in weekend reservations here. Huh? Wait, so you haven't come to save this village? Our journey is to Granite Cathedral. We are merely passing through, but... So you haven't come to save this village? I thought for sure they'd be here by now. What does this mean for us? Good question. What's going on here? These things shouldn't be spoken of in this place. Please, come to my home. Ach, die Folge war wieder ein bisschen länger. Aber naja, wir haben ja Zeit. You see, strange things have been happening here in this village. Villagers have been suddenly falling asleep. At first, we thought it was just fatigue. But they keep sleeping, days and days at a time. And you do not believe that they are merely unwell? I wish it were so, but they are not. To be blunt, I believe it is some kind of curse. A curse? What leads you to believe this? The dreams, ever since falling asleep, all of the villagers keeping having the same dream. Impressions, watching, waiting, its eyes, great and terrible, terrifying. Curse, right. We have no solid proof, yet we could not bear the dread of it. We sent to the cathedral for aid. So that is why you thought Sister Elena was here to save you. Yes, that's exactly so. Well, it's a damn shame, but like we said, we're just passing through. But, may I ask you one thing of you? What is it? Will you please stay here for just one day? The priestess from the cathedral should be here soon. I don't expect you to take her place, but if your sister stays here... So, wo haben wir es mal einkaufen können? Haben wir Axt. Come on, von Marek. Und Flintknife von Rowan. Das weg, das weg, das weg. So, Armor, uiuiui. Come on, Schuhe geht nicht gut, Helm. Besonders das. Bandana. Hut. Hut ist alle Viere. Der Hut. Alle Küchen. Ja, die Armor. So. Die Hut. Die Beden. Die Pixie Rose. Nur, oh, es geht schon leer. Na, was soll man machen? So, und so ein großartiges Cape. Lumia Flower haben wir mal gefunden. Ach, das ist MP! SP! Hey, jetzt können wir endlich Dings holen. Jetzt können wir unsere Dings auffüllen. Oh, ich bin hier jetzt gut reichen. Puff. Haben wir noch? Haben wir was raus? Irgendwas haben wir noch? Tschüss.
Poison and Power. Oh, das ist sogar beides. Und da können wir das Poison-Ding verkaufen. Halt. Warte, weit. Können wir das verkaufen? Ja, 1000. Dann können wir von dem was kaufen hier. Das kann nämlich beides heilen. Oh, ein Stück. Also was wir noch brauchen, ist für jeden einen Hut. Ich glaube, ich werde offline ein bisschen leveln. Ja, und dann noch ein bisschen Geld sammeln. Weil es werden langsam die Monster... Thank you very much! Es werden die Monster langsam stärker. Ja, das werde ich machen im Wald. Speicher. Ja, komm, eine Szene. Could you be the sister? Oh, we've been waiting for you. Huh? My son, Nicholas, does not wake up. Please do what you can to save him. Unfortunately, we are simple travelers. We are not the ones you are expecting. Oh, I'm so sorry. I've made a terrible mistake. If you have contacted the cathedral, I am certain that someone will arrive soon. Please wait yet a little longer. Yes, I suppose you're right. But you say that your son has fallen ill? Sister, perhaps if you look at him, you might be able to learn something. Would you mind coming this way, please? Okay, müssen wir erstmal den Sohn angucken. Ist der schlief. Is this the curse they were talking about? It appears to be so. This is Nicholas. He seems to be sleeping peacefully, but he never wakes up. It is so much fun here. He doesn't sound sick. Maybe he is just easily entertained. Wee. Is this not just like Gadan? You saying Valmor devoured his soul? Yet there is no foul smell about this place. Unfortunately, I cannot help you at all. That innocent face. Maybe he is playing with the fairies in the Garden of Dreams. Garden of Dreams? This place we passed through, Irina. Before arriving here, we came up in the garden, filled with fairies. You can't be serious. It's a tale told to children, full of song and fancy, meaning nothing. It's a fantasy. No, it was definitely real. Flowers everywhere and fairies flitting about. I couldn't dream this up, believe me. There was a little girl, a strange girl, who could see everything. She had a scar above her right eye. That's Ira, Sandra's doctor. Oh, her Eri, so this curse was the work of Sandra after all. Please, do not be so quick to jump to conclusions. Is Sandra from this village? She lives in back of the village. How could that hateful wretch to do this to my poor sweet Nicholas? Ich glaube, die hatten Hass auf die. Ryudo, if that girl be indeed Ira, I would like to speak with her again. Huh? I keep thinking about what she said. Don't eat me? Well, you have been putting on a few pounds. You have to see it from her point of view. Oh, stop. She was an odd little girl. And I wonder, was that garden real? As real as the dreams of a wise man. Neither fantasy nor substance. A mist rising in the morning, melting into air by noon. If we find Ira, we can ask her. Yes, we shall see.
Hier, speichern. Oh, Nicholas, how could it come to this? Sandra is to blame. That witch, how could she do this to Nicholas? But you have no proof that this Sandra person did this, right? We may have no proof, but before this happened to Nicholas, that woman's daughter, Ira, her blindness, which couldn't be cured by any doctor, suddenly got better. Don't you find it strange? That witch, she did something to Nicholas. That's the only explanation. Okay, erstmal speichern. Okay, also bevor wir zu Sandra und Ira gehen, werde ich erstmal ein bisschen kämpfen und Geld sammeln. Und dann sehen wir uns dann hier an der Stelle wieder, wenn ich dann gekämpft und Geld gesammelt habe. Also gut, dann bis zur nächsten Folge bei der Story dann. Bis zum nächsten Mal.